Grüß euch, da ist wieder mal der Ronald. Und ich bin unterwegs, weil ich herausfinden möchte, wie man einen kleinen Bergbauernhof wie mein heutzutage noch nachhaltig führen kann. Also ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig, sonst hilft es eh nichts. Jedenfalls besuche ich gerade Bäuerinnen und Bauern und wirf einen genauen Blick auf zurück zum Ursprung, die nachhaltige Biomarke aus Österreich vom Hofer. Da entwickeln sie die Richtlinien ja ständig weiter und darum wirf ich nicht nur einen Blick auf die artgerechte Tierhaltung, sondern auch auf ein ganz spannendes Projekt, Bruderwohl. Weil genau wegen solchen Pionierprojekten möchte ich selber einer werden. Ein echter Ursprungsbauer. Bei Zurück zum Ursprung schreiben sie überall auf, Bio, das weitergeht. Und das mit dem Weitergehen nehmen sie auch ziemlich ernst. Darum haben sie schon 2015 die Initiative Hahn im Glück gestartet. Da ist es darum gegangen, dass sie auch die männlichen Küken artgerecht aufziehen. Die sind ja sonst, freundlich gesagt, aussortiert worden. Mittlerweile gibt es das auch schon bei vielen anderen Tierarten und heißt deswegen Bruderwohl. Erklären lasse ich mir das wieder von wem, den wir schon gut kennen und der das ganze Projekt noch besser kennt. Vom Stefan. Servus Ronald, grüß dich. Da bin ich wieder. Du besuchst mich einmal im Mühlviertel daheim. Bei deinem Ursprung. Genau. Okay. So Stefan, jetzt ist es wieder soweit. Hätte ich ein paar Fragen, aber diesmal über das Projekt Bruderwohl. Warum gibt es das und warum braucht es das? Ja, spannend. Das Projekt Bruderwohl ist dadurch entstanden, weil wir blinde Flecken entdeckt haben, die durch die Spezialisierung in der Landwirtschaft entstanden sind. Zum Beispiel in der Milchwirtschaft. Die Kuh gibt Milch und in das männliche Kalb hat man sich eigentlich nicht mehr kümmert. Oder zum Beispiel bei den Legehennen, die legen Eier, aber der Hahn, um den hat man sich nicht mehr umgeschaut und der ist auch nicht mehr großgezogen worden und nach der Geburt getötet worden. Wir schaffen mit dem Projekt Bruderwohl wieder die Möglichkeit, die männlichen Tiere artgerecht aufzuziehen und die an einer wertvollen Verwertung auch zuzuführen. Das heißt wirklich Produkte für den Konsumenten anzubieten. Wie hat das Ganze angefangen? Wir haben dann 2015 mit dem Projekt Hahn im Glück gestartet. Da haben wir wirklich für jede Legehenne den Hahn, den Bruder der Legehenne sozusagen, großgezogen. Das Wichtige für uns ist, dass das nicht endet sozusagen, dass wir den Hahn nur aufziehen, sondern ganz wichtig ist, dass der unter artgerechten Bedingungen auch großgezogen wird in Österreich, unter biologischen Bedingungen, dass dann die Schlachtung in Österreich stattfindet, die Verarbeitung und Veredelung zu Produkten. Mhm. Und das bieten wir dann den Konsumenten im Regal auch an. Und dann haben wir jetzt das Projekt ausgeweitet auf Rinder, Schafe, Ziegen und das unter dem Namen Bruderwohl. Was macht Zurück zum Ursprung anders als die anderen? Zum Beispiel bei der Herkunft vom Futter haben wir wirklich bei den Wiederkäuer 100% österreichisches Biofutter. Aber auch der tägliche Auslauf bei den Tieren ist ganz wichtig und die Weidehaltung. Ja? Aber das habe ich eigentlich schon, das haben wir in einem vorherigen Bericht schon mal gemeinsam besprochen. Was ich da noch nicht erzählt habe, ist, dass die Ziegen nicht enttornt werden oder bei den Schafen die Schwänze nicht kopiert werden dürfen. Was ist kopiert? Da werden die Schwänze zu einem gewissen Teil gekürzt, damit sie bei der Arbeit nicht so stören und aus hygienischen Gründen machen wir das. Und auch beim Transport haben wir die Transportzeiten auf 4 Stunden reduziert, wo normalerweise gesetzlich in Österreich 8 Stunden erlaubt sind. Jetzt sind wir da im Mühlviertel, gibt es da viel Biobauern? Ja, die Region Mühlviertel ist eine Region mit einer der höchsten Biobauerndichten in ganz Österreich. Und wir haben auch ganz viele Projektbetriebe von Zurück zum Ursprung da. Das sind so viele, weil du die alle missionierst. Man gibt sein Bestes. Ist auch gut so. Ja, danke Stefan, noch einmal für deine Zeit. Wir sehen Sie. Danke sehr. Geil. Alles Gute. Vierte. Jetzt ist die Theoriestunde aber vorbei und wir schauen uns wieder an, wie man das Ganze in der Praxis handelt. Und zwar wirklich mit Händeln. 6000 nämlich, beim Oberger Maik in der buckligen Welt. Wie lange bist du schon bei Zurück zum Ursprung und warum eigentlich? Also seit Herbst 2015. Und warum? Ich habe eigentlich 2 Hauptgründe gehabt. Ich habe vorher Milchkühe gehabt, ortskräftemäßig komplett unterbesetzt. Und
in der Booking-Welt nach Produktion, also ich habe so hohe Kosten drauf gehabt, das war einfach unrentabel. Mhm. Ja, und dann habe ich eigentlich durch Zufall, muss ich sagen, ein Späßel von mir hat mir einen guten Tipp gegeben, hörst, probier's mit Hühner und zurück zum Ursprung des Programms. Das war was für dich. Dann bin ich heimgekommen, habe meine Lebensgefährtin gesagt, so, wir bauen einen Stall mit 6000 Hühnern, mit dem vollen Programm, mit Bio, zurück zum Ursprung, allem, was dazugehört. Mhm. Die Antwort war, du spinnst. Ja, das war mal der Start. Du, wie findest du das Projekt Bruderwohl? Top, ist ein richtiger Ansatz. Mich direkt betrifft es nicht so, weil ja quasi in der Geflügelbranche jeder Betrieb spezialisiert ist. Das heißt, ich mache meine Legehennen, der Betrieb vor mir macht die Jungenaufzucht, davor ist wieder die Brütereien. Das sind alles extra die Betriebe. Genau, jeder extra Betrieb. Und vor der Brüterei ist der Elterntierbetrieb, der was die befruchteten Eier zu der Brüterei liefert. Und so, zack, 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 geht es ein Betrieb zum anderen. Und natürlich, den Hahn nicht zu vergessen, der Hahn ist auf, genau. Der Hahn ist wieder auf dem extrigen Betrieb. Der darf dort sein glückliches Leben verbringen, aber nicht bei mir. Warum holst du einen Hahn da? Das ist ein Zufall, ein bisschen ein Pilotprojekt von mir. Wir versuchen es einfach, was können sie, speziell Greifvogel von oben, ein bisschen Gefahrenabwehr. Ja, und. Und die Nachbarn aufwicken. Auch. Auslaufthema, weil du das da so schön benannt hast, muss das so sein? Ja, das muss so sein. 10 Quadratmeter pro Henne ist Vorschrift, ist Pflicht. Und auch die Struktur, also die Bäume, weil das Huhn ein Fluchttier ist, der will einfach irgendwo in Schatten, immer groben, immer schauen, wo habe ich Deckung. Ne? Und durch diese Bäume, durch die Struktur, kann ich sie einfach weiter weglocken von Stall. Du, wo geht zurück zum Ursprung weiter bei der Hühnerhaltung? Der große Unterschied ist der Auslauf. Der weitere große Unterschied ist Futter aus der Region, beziehungsweise österreichisches Futtermittel. Die Henne, die Biohenne, auch aus Österreich. Und diverse Beschäftigungsmaterialien im Stall, also Sandbäder, Strohballen, eingestreutes Legenest. Die haben genug zum Spülen. Genau. Alle Hände voll zu tun. Nicht nur Eierling. Genau so ist es. Du, und das werden sie wahrscheinlich eh rausschneiden, aber geht das Eierklauen bei 6000 Hähnen nicht auf die Eier? Nein, im Gegenteil. Meine Lieblingsbeschäftigung jeden Echt, Tag. Oder? Aber ich habe vorher schon gesehen, du hast eh einen. Das geht eigentlich eh relativ. Das geht eigentlich automatisch. Also das ist nicht so, du tust nicht so, wie viele glauben, nicht von einem Nest zum anderen, sondern das ist ein Förderband. Da liegt praktisch dieses eingestreute Nest mit Dinkelspitzen ausgekleidet. Das Band kommt raus, die Dinkelspitzen werden wieder zurückbefördert, frisch eingestreut. Ich tue es eigentlich nur mehr transportfähig machen. Du, was ist da hinter die Rolle los? Das schaut aus wie ein Wintergarten. Ja, das ist auch der sogenannte Wintergarten. Richtigerweise heißt es der Außenscharraum. Dahinter verbirgt sich eine Sandkiste zum Spielen und Sandbaden, Strohballen als Spiel- und Beschäftigungsmaterial. Und ein Plastikbagger zum Chrom. Passt. Dankeschön und taug mir, wie du deinen Hof händelst. Ja, mich hat's gefreut. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich habe jetzt zwar einen gescheiten Gust auf einen Eierspeis gekriegt, aber wir haben ein bisschen Stress, weil wir müssen eigentlich gleich weiter zum Flo ins Mühlviertel. Der züchtet nämlich Gas, also Ziegen, und hat richtig Bock drauf, uns zu erklären, warum die bei ihm sicher keinen Grund zum Meckern haben. Nachdem du da hinforderst, musst du der Florian sein. Servus, du bist der Ronny. Servus, ja. Wir zwei haben telefoniert. Ich schaue mir gerne den Hof an. Gerne, dann schauen wir gleich mal eine Runde. Passt. Ja. 2016 hast du deinen Hof übernommen, damals noch ein Rindermastbetrieb und jetzt hast du Ziegen und produzierst Milch. War das eigentlich fad oder warum ist es da? Na, fad war es nicht. Es war einfach die Grundsatzentscheidung, mache ich, ob ich in den Feuerwerb gehe oder ob wir den Betrieb schließen in der Rindermast. Das war einfach nicht zukunftsträchtig für mich. Und ich habe immer gesagt, wann gehe ich nur in den Feuerwerb? Und das ist mit der Ziege möglich, mit wenig Hektar trotzdem in den Feuerwerb gehen. Das war eigentlich meine Grundsatzentscheidung, warum wir eigentlich auf Ziege gekommen sind.
Und seit wann bist du zurück zum Ursprung? Eigentlich seitdem wir 2019 schon Milch liefern. Okay. Liefert ihr auch schon zurück zum Ursprung. Wo seid du von dem Bruderwohlprojekt? Bruderwohlprojekt finde ich ein super Projekt. Das männliche Kitz ist immer ein wirtschaftliches Problem auf die Betriebe. Und da versucht man einfach, dass wirtschaftlich das wieder ein bisschen besser zum Vermarkten ist. Wie unterscheidet sich die Zurück zum Ursprung Ziege von den anderen? Sie unterscheidet sich ein bisschen mit denen. Sie haben einfach einen Auslauf, 365 Tage. Sie haben einen strukturierten Auslauf. Das heißt, mit 3D-Möglichkeiten, sie können klettern. Und sie haben eine Weide zur Verfügung. Zusätzlich kriegen sie bei mir noch drinnen ein Gras vorgelegt, was auch ein Futtertisch im Sommer, wenn es die Witterung zulässt. Sind sie draußen? Sind sie draußen. Sie haben die freie Wahl, also die Tore sind offen. Sie haben die freie Wahl, ob sie auf die Weide gehen, ob sie in Auslauf gehen oder ob sie im Stall drinnen bleiben. Sind sie kickt deine Kurs? Sie sind einfach sehr schlau und sehr lästig auf den ganzen Tag und probieren einfach alles mit Ausbüchsen. Schuhbeindel ist sowieso ein Thema, das gibt es bei mir nicht mehr, sowas haue ich nicht mehr. Die werden nur aufgemacht den ganzen Tag. Wie viel hast du verbraucht? Schuhe habe ich umgestellt auf einfach keine Schuhbeindel mehr im Stall, weil das funktioniert einfach gar nicht. Auf einen guten alten Klettverschluss? Nein, auf Schraubverschluss. Geil. Nach dem Ausflug zu den Händeln und zu den Gars schauen wir jetzt noch schnell zum Hofer. Also nicht zum Geschäft, sondern zum Hofer Stefan. Das ist nämlich ein Ursprungsbauer und der kann uns erklären, wie das mit dem Tier und Bruderwohl bei den Kühen so läuft. Seit wann bist du zurück zum Ursprung? Wir sind seit 2015 dabei. Mhm. Wir haben das Bioheimisch-Projekt da im Mühlviertel auf Pfirs gestellt. Mhm. Und wir haben dann auch schon früher angefangen mit den Kaiwal, dass die bei den Kühen saufen können. Und zurück zum Ursprung unterstützt euch da auf dem Weg? Früher sind die Kaiwal in der Milchwirtschaft eigentlich kaum einen Wert gehabt, rein finanziell gesehen. Mir ist aber so wichtig, dass das Kaiwal, das ist ja ein Lebewesen. Das ist was ganz Besonderes für mich, dass das dann auch einfach, das hat eine Berechtigung, dass das gut aufwächst. Und das will ich unsere Kaiwal einfach gewährleisten. Und mit dem Projekt Bruderwohl ist zumindest die Milch, die was das Kaiwal trinkt, auch fair entlohnt. Mhm. Du bist quasi ein Pionier in dem. Ich finde es auf jeden Fall voll spannend und interessant. Und es freut mich einfach voll. Wenn man das sieht dann auf der Wart, wie es die Tiere alle gut geht, dann ja. Und es passt auch wirtschaftlich. Und du kannst sowieso nicht alles an einen Euro oder an einem Geld messen. Vor allem, es geht schief, wenn du nur das Finanzielle siehst und das so möglichst ausnutzt, wie es noch geht. Genau. Wie setzt du dir wohl in deinen Betrieb um? Ja, zum Ersten sind sie einmal in einem Laufstall. Mhm. Das ist uns ganz wichtig, dass sie einfach genug Bewegungsmöglichkeiten haben, auch im Winter. Dann gibt es einen Auslauf dazu. Und sobald wie möglich, sobald es die Witterung zulässt, tun wir es auf die Weide raus. Dort sind sie eigentlich den ganzen Sommer bis in Herbst. Also sie sind von März, Ende März bis November auf der Weide. Also unser Futter ist natürlich 100% Biofutter. Mhm. Das meiste aus dem eigenen Betrieb. Nur das Kraftfutter kaufen wir zu. Und das muss aber auch Bio sein? Ist ja klar. Mhm. Und aus Österreich. Ja. Und wie viele Leute helfen da jetzt zusammen bei dem Betrieb? Also Christa und ich, wir führen den Betrieb. Die Theresa, meine Tochter, und ihr Freund, die helfen auch mit. Und der Kleine, der Fridolin, der ist jetzt 2 Jahre alt, ist auch mit im Boot. Ist auch schon schön geschäftig. Natürlich, ja. Ist auch schön so. Genau. Du, und jetzt unter uns Rinderzüchtern, würdest du mir empfehlen, dass ich so zurück zum Ursprung gehe? Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich und meine Frau, wir am Betrieb. Das ist für mich ein ganz fairer Partner. Auch unter 4 Augen, also wo die Kamera schon dran waren, hat mir der Stefan einmal gesagt, dass ich das ruhig angekommen mit dem Ursprungsbauer werden.
Die Richtlinien sind zwar streng, aber wenn du wirklich nachhaltig arbeiten willst, dann darfst du nicht nachgiebig sein. Und dann wird das schon gehen mit dem Weitergehen. Also, bis dann. Ciao.